Wir haben einen Anruf von einem Nachbarn bekommen, einem Informanten. Gewalt in der Familie, eine Straftat, die viel zu selten angezeigt wird. Von ihrer Frau. Ich muss sehen, ob die noch lebt. Kommt rein, Gerd. Schau dich mal an. Los. Darf ich vielleicht noch ein Stück? Ich habe zwar viel Verständnis, aber ich muss gestehen, auch ohne Familienvater zu sein oder eigene Kinder zu haben, fehlt mir dann irgendwo da die Vorstellungskraft, wie man sowas machen kann. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir da wieder rauskommen. Ihr Ernst sein, ne? Genau das macht mich wahnsinnig. Ich rede mit Ihnen. Ich versuche Ihnen zu helfen und Sie machen hier einen auf Notausgang. Kann ich mal telefonieren? Mein Akku ist leer. Vor einer Woche noch war dies hier ein friedlicher Flecken in Berlin-Zehlendorf. Ein ganz normales Heim für eine vierköpfige Familie. Allerdings, seitdem gestern das Zehlendorf-Monster ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat, ist hier nichts mehr, wie es war. Haushaltsgerät, wie fühlen Sie sich? Bereuen Sie die Tat? Unterdessen sorgte der junge Berliner Weltverbesserer Mux weiterhin für großen Wirbel. Er hat offenbar neues Beweismaterial vorgelegt. Ich sehe keinen Ausweg. Einige der Täter, die auf diesen Videoaufzeichnungen zu sehen sind, haben sich mittlerweile selbst bei Talkshows angezeigt. Ich höre gerade, wir schalten jetzt live auf den Berliner Gendarmenmarkt, wo Mux, der junge Weltverbesserer, offenbar von Vertretern der Stadt und der Polizei verhört wurde. Wir sind in aller Munde. Wie ein Sturm erfassen wir die deutschen Medien. Die Privaten, die Öffentlichen, alle berichten sie über uns. Die Nation hat einen Verdacht. Meine Ideen werden überall diskutiert. Das Manifest macht Quote und verdrängt den öffentlichen Schwachsinn. Da gibt es gerade eine große Diskussion. Herr Wickert, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche. Ich bin völlig Ihrer Meinung und gehe auch davon aus. Mag sich auch so mancher noch sicher fühlen hinter den Quoten. Du bist nicht schlecht, du bist grottenschlecht. Du bist sich über sein kindisches Weltbild freuen. Politik wie gehabt, verlieren. Ich scheiß euch allen in den Hals. Rheinmetall heute ein die Wahrheit, dass ihr korrupt geworden seid in eurer moralischen Ich-AG. Die Wahrheit ist stärker als jede Quote. Die Zeiten, wo alle sich über die Niveaulosigkeit beklagen, aber keiner die Schuld trägt, die sind vorbei. Die Zeit spielt ab jetzt gegen euch, bis der Zeitgeist nur noch der Geist ist, den ihr aus der Flasche gelassen habt. Und nun weiter Nachrichten mit Ellen Arnold. Gerade in solchen Momenten ist es wichtig, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben, Gerd.